against Pokémon-Züchter. Sein Bazar ist in der Beschreibung. So, meine Freunde, der erste Part von KUHAS Tournament. Ja, zunächst mal ein großes Entschuldigung dafür, dass in der letzten Zeit so wenige Parts kamen, oder beziehungsweise letzte Woche gar keine. Lag einfach daran, ich habe jetzt meinen neuen Rechner, da bin ich auch gerade dran und ich habe so viele Einstellungen zu machen. Ich bin gerade auch noch am Soundchecken, weil ich jetzt seit ungefähr 2 Stunden die ganze Zeit denselben Satz in dieses scheiß Mikrofon gebrüllt habe und immer noch nicht zufrieden war und jetzt so einigermaßen zufrieden bin. Es wird sich auf jeden Fall noch besser in nächster Zeit. Ich muss gucken, wie ich es schaffe, aber ich wollte euch nicht länger warten lassen. Ganz einfach. Und ja, unser erster Gegner, habe ich ja eben schon genannt. Pokémon-Züchter, beziehungsweise in diesem Spiel Jonas. Ja, er hat Team Nummer 3 als allererst gehabt und das ist Team Feuer mit meinem Glurak, Flampivian, Hundemon sowie Magbrand. Ich werde hier nicht mehr einsenden, von wegen Screenshot von random.org oder wie ich es mache. Ich sende die Screenshots an meine Gegner, dass die sehen, okay, hey, er macht keine Scheiße, er verarscht mich nicht. Und ja, weil ich hatte einfach zu dem Zeit, wo ich das Spiel gemacht hatte, keine Lust an den Rechner zu gehen oder irgendwie aufzunehmen zu müssen und was weiß ich, deswegen, jo. Er leadet erstmal mit einem schönen Quaiutsu, legt dann weiter Mustami, Panfermo sowie dem guten alten Gewalro. Ja, und lass den Kampf beginnen. Den ersten Part hier, den habe ich noch alleine. Aber ich habe mit einem guten Runik und einem Panda-Kollegen ausgemacht, dass wir, wieso ist da dieses dumme Ding da, ey? So. Dass wir, auf jeden Fall auch mal zusammen moderieren würden. Und ja, deswegen werde ich ja nicht mehr allein sein. Oh mein Gott, Dracoslav, ja, der ist der erste mit einer Mega-Entwicklung. Liegt einzig und allein daran, dass wir einfach, die Dürre bekommen. Und ja. Die Dürre schwächt natürlich die Wasserattacken und dadurch habe ich diese schöne Surf-Attacke auch null Probleme überlebt. Relativ gut finde ich eigentlich und ja. Dann kam mein Solarstrahl. Erstmal schön absorbiert. Babaram. Und danach abgeschossen. Boom. Aber wer hat's gedacht, ein Quaiutsu spielt man ja nicht ohne Life-Up oder Sash. Genau, Fokus kurz, hat den drauf. Und ja, dann kommt der zweite Surfer, den ich natürlich ohne Probleme überlebe. Und dann kam der Drachenpuls noch hinterher. Boom! Einfach Safety First und damit war es noch mit Quaiutsu. Das hat mir schon mal gefallen. Fing schon mal gut an. Jetzt kommt Goldie Ace oder sein Panfermo. Und das Vieh hat's drauf. Das muss ich ehrlich sagen, das gebe ich zu, das spoiler ich. Das Vieh hat's mega drauf. Ja, Dracoslav hat den Geist aufgegeben. Darauf folgend dann Red Hulk. Los geht's. Dieser Affe hält auch nicht lange durch. Ja. Schon, es steht jetzt 2 zu 1 für ihn. Also beziehungsweise 3 zu 2, um das dann so zu sehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann kam ein Hades. Der Hund, der die Hölle öffnet. Bekommt auch erstmal ein Erdbeben. Aber ein guter Sash geht auch auf einen schönen Unlicht-Pokémon. Die meisten Unlicht-Pokémon haben eine schlechte Death oder Special Death und deswegen, naja. Habe ich gedacht, komm, da hast du auch nochmal eine Finstaura aus. Und das Problem ist, Hundemon hat nichts, was annähernd effektiv ist. Das heißt, die Finstaura hat auch nicht viel gerettet. Und ja, dann kam der nächste Erdbeben und ciao. Auf Wiedersehen, Hades. Das Tor zur Hölle wurde diesmal nicht geöffnet. Tut mir leid, meine Freunde, aber hey. Na gut, was soll's, aber dann kommt mein guter alter Vulcano. Ja, und der hat das natürlich alles gedreht hier. Oder auch nicht. Ja, ein relativ kurzer Kampf. Das sind jetzt knapp 4 Minuten vorbei. Und ja, der erste Sieg für Pokémon-Züchter oder auch Jonas. Ja, wir sehen uns dann im nächsten, nächsten Kampf. Das heißt, gleich. Und ja, bis dann. Ciao, euer KOH, bis gleich. Ja, und dann folgt auch schon der zweite Kampf. Ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich 2 Viererkämpfe miteinander hauen kann, weil die von der Zeit her sich nicht so viel nehmen. Deswegen denke ich mal, kann ich mir das erlauben. Und ja, wenn es zu viel wird, mal sehen. Vielleicht noch Einzelkämpfe, aber eben der Kampf war nur 4 Minuten lang. Und das sind aber diese 4er-Kämpfe, die gehen einfach nicht so lange. Sobald die 6er-Kämpfe kommen, wird es natürlich was anderes sein. Von daher. Ja, und ich rede ziemlich schnell. Habe ich eben schon gemerkt, aber egal, ist mir egal. Lalalala.
Okay, gut. Dann, ja. Gut, Kampf Nummer 2 gegen Team 6. Flug. Ja, er leadet diesmal mit seinem Stami. Weiter Gewaltdruck, weil zu Panferm hat keine Teamänderung vorgenommen. Bei mir, ich leade mit meinem Babyface. Danach folgt mein, ich habe den Nicknamen vergessen, Garados. Mein Dracula und Bird. Ja, ich würde sagen, Showtime für den Kampf. Gut, dann starten wir. Es geht los. Und ich habe schon wieder dieses... Oh, der Boden. Egal. Nicht schlimm. Seht ihr halt die Leiste, die Bodenleiste. Also, wie gesagt, er leadet mit einem Stami. Und ich gehe erstmal mit meinem Babyface ran. Und bekomme erstmal die Juwelenkraft ab, womit ich gerechnet habe. Ich habe gerechnet mit Drache und Boden bei Eisattacken. Und daraufhin erstmal Schwächenschutz plus der Dingenskirchen. Wie heißt denn das? Der... Ja, hier. Multischuppen Dingens... Multischuppen Boost, genau. Boah, es fällt mir ein Name nicht ein. Erstmal gut gehalten und dann halt noch einen doppelten Boost plus dann nochmal den Drachenkatzen hinterher. Heißt, Papak ist wanted down. Ja, was soll ich dazu sagen? Gibt's nicht viel zu sagen, ne? Danach kommt ein Quaiutsu, wo ich mir so gedacht habe, nee, es wird sowieso nicht wanted sein wegen dem Fokusgurt und... Viel Risiko, Eisstrahl könnte kommen, könnte nicht kommen, weiß ich nicht, viele Spiels drauf und da kommt er auch. Und es ist ein Dragoran, es hält auch nicht alles aus, sobald die Multischuppe weg ist, von daher... See ya! Gut. Oh, der Kampf hat eine ganze Runde mehr als der letzte, das heißt, das wird nicht sehr viel länger werden, gut. Dracula, ja, dass dieses Vieh ist abnormal. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, es ist einfach abnormal. Erstmal eine schöne Rückkehr, weil Dracula braucht, um sich zu entwickeln, Sanftglocke plus halt die Freundschaft und ja, ich muss dich so sehr lieb haben. Deswegen ist Rückkehr eigentlich eine ganz gute Variante, darauf zu spielen. Gut, und dann kam dieses Gewaltrohr, wo ich mir dachte, setz du mal eine Kehrtwende ein. Boom! Und diese Kehrtwende macht Schaden. Mein Gewaltrohr ist keine Wall, aber für diese Kehrtwende macht richtig, richtig Schaden. Gut, halt dann durch, Bird. Der Bedroher von Bird wirkt. Ja, mir ist kein Name eingefallen, also war es einfach mein Bird. Der Steinhagel, gut predicted, abgewehrt, aber blöderweise war es dann doch schneller. Aber, wie ihr seht, hat es gar nicht so viel Schaden. Klar, ich bin zurückgeschreckt, aber der Schaden war echt minimal. Also ich habe ihn kaum gespürt. Ja, gut, wir haben noch was ausgehalten. Dann kommt der Sturzflug. Und jetzt kommt eine sehr, sehr blöde Situation. Klar, Gewaltrohr ist down. Critical. Alles schön und gut. Rückstoß. Wir überleben. Dann kam der Life Orb. Ja, das war ein Self-K.O. von unserem Bird. Aber es hat wenigstens das Gewaltrohr mit in die Ruhe genommen. Ne? Gut, Goldie Ace. Den kennen wir noch. Diesen schönen Affen, der alles ge... Okay, gut. Ich weiß gerade nicht, wie viel er noch hat. Schon mal weg, egal. Wir setzen einen schönen Sturzflug ein. Booyah. Schöne One-Hit und dieses X-Bot ist nicht nur stark, es ist auch schnell, wie ihr gerade gemerkt habt. Schneller als Goldie Ace gewesen. Und das war dann der Rückschuss. Dracula wurde besiegt. Oh, das war die letzte Runde. Kampf haben wir gewonnen. Ja, unser Garados ist gar nicht zum Eintritt gekommen. Und das war dann das Aus für den Pokémon-Züchter. Ja, also ich muss ehrlich sagen, der Kampf war eigentlich so ganz cool. Er hat mir auch gesagt, der Kampf davor war sein allererster Wi-Fi-Battle. Habe ich auch gesehen gehabt, da stand Wi-Fi-Link-Kämpfe da 0, also 1, beziehungsweise da 1, ja. Und von daher eigentlich relativ cool. Er hat sich im ersten Kampf gut geschlagen. Gut, der Erdbeben gegen Fire-Pokémon war jetzt nichts Besonderes. Also nichts, was man nicht hätte rausziehen können. Aber ich meine, setz ihn erstmal ein und komm damit durch, ne. Von daher, guter Kampf. Ich freue mich auf den nächsten Herausforderer. Ich denke mal, ich weiß schon, wer das sein wird. Aber ich möchte nicht spoilern. Deswegen sehen wir uns dann im zweiten Part von Chaos Tournament. Ich will als Let's Play Chaos Tournament sagen. Ey. Nein, von Chaos Tournament. Punkt Auspasser und ciao.